Hallo, mein Name ist Evi Hock. Ich betreibe seit 3 Jahren mit großer Leidenschaft einen Blog über Ballett und Tanz. Wollt ihr mal wissen, wie Balletttänzerinnen ihre Spitzenschuhe bearbeiten? Katja Wünscher, prima Ballerina des Balletts Zürichs, zeigt uns heute in dem Video, wie sie ihre Spitzenschuhe bricht, näht, klebt und bindet. Viel Spaß! Also wenn ich die Schuhe bekomme, sehen sie so aus. Und das Erste, was ich mache, ich nehme es aus der Tüte und dann mache ich Shellac in die Spitze rein, hier vorne, als Erstes. Das lasse ich dann über Nacht liegen und das mache ich gleich mit mehreren Schuhen, dass ich gleich 10, 15 Paar am Stück habe. Und diese 10, 15 Paar getrockneten Schuhe nehme ich dann und nähe die Bänder an. Bänder und Gummis. Auch wieder so viel wie möglich am Stück, damit es sich lohnt und ich dann auch genügend schon habe, die ich dann weiter benutzen kann und weiter verarbeiten kann. Und zwar ist dann das nächste, was ich mache, ist die Spitze. Die häkel ich, damit ich einen besseren Halt habe und die Spitzenschuhe länger mit denen arbeiten kann. Und dann, wenn es soweit ist, wenn ich die Bänder angenäht habe, die Gummis angenäht habe, die Spitze genäht habe, dann breche ich sie ein, sozusagen. Dann versuche ich sie in meiner Fußform anzupassen. Das macht jeder unterschiedlich, jeder wie er will. Und was ich mache, ich stelle mich vorne rauf und drücke das Blatt. Einfach so. Das mache ich mit beiden Schuhen. Dann versuche ich den hinteren Teil der Sohle, bei denen habe ich das schon gemacht, hinteren Teil der Sohle zu lösen. Ich kann das mal bei dem Schuh demonstrieren. Also den hinteren Teil löse ich, mache so die Einlegesohle, dieses weg und nehme dann den hinteren Teil von der Sohle, schneide ich so ab und so leicht schräg, damit der Übergang nicht so schmerzhaft in die Ferse reindrückt. Und falte ich das so zurück und befestige es meistens noch mit dem Tape, damit es nicht wieder zurückrutscht. Und dann, das nächste, was ich mache, ist, je nachdem, ob es ein linker oder ein rechter Schuh ist, in dem Fall ist es ein rechter Schuh, drehe ich die Sohle noch so spiralförmig nach außen. Dadurch bekommt sie so eine geschwungene Form und unterstützt so die Ferse ein bisschen, sodass das eine schönere Form gibt in der Fußarbeit. Und ich kann irgendwie auch besser stehen. So, und wenn ich das alles gemacht habe, dann ziehe ich sie im Training an und arbeite sie so noch ein, bis sie ein bisschen weicher geworden sind und sich meiner Fußform ein bisschen angepasst haben. Und dann nehme ich sie wieder und mache nochmal Shellac rein. Nein, nicht Shellac, Jetglue. Jetglue. Und zwar hier vorne in die Spitze auch wieder. Und der Jetglue macht es dann nochmal richtig fest, sodass sie dann wirklich etwas länger halten. Und so kann ich sie dann für die Proben und für die Vorstellung benutzen.